Guten Abend, ich wollte heute mal ein bisschen mit Embossing-Pulver arbeiten. Ich habe jetzt alles in Anführungsstrichen, was ich irgendwie hier offen hatte an Embossing-Pulvern, hierher geholt. Nur mal kurz zeigen. Und da wollte ich eben mal zeigen, was man damit auch machen kann, ohne dass man vorher mit Embossing-Ink arbeitet. Das ist zum Beispiel hier so ein Herzchen. Halt andersrum als Beispiel oder die Karte. Da kann man dann schön unten auch noch ausstanzen, eine schöne Schrift oder dann einen Stempel noch mit dazu. Und dann wollte ich kurz noch zeigen, wie ihr selber Embossing-Pulver herstellen könnt. Habe ich eigentlich das andere? Moment, ich habe zwei, muss ich schnell holen. Das wollte ich auch noch zeigen, wie man sich selber Embossing-Pulver einfährt. Und da habe ich gestern mir zwei Pulver gemacht. Sekunde. Und zwar habe ich mir gestern das Türkis gemacht. Das habe ich jetzt über Nacht stehen gelassen, das auch trocknet. Einmal die Farbe. Habe ich jetzt nur eine leere Dose genommen von Stampendius. Einmal in der Farbe. Und einmal so in Gelb. Und zum Zeigen haben wir die Karte vorhin kurz gemacht mit Isabel. Das wäre dann das Grün-Gelb. Also es ist mehr Grün-Gelb, so wie dieses Lemon oder Lime und das Grün. So. Brauchen tut ihr für die Karten, also jetzt entweder für die, da braucht ihr nur normalen Cardstock und ich habe jetzt da in dem Fall Butterbrotpapier genommen. Ihr könnt auch Backpapier nehmen, also ihr braucht euch da nichts kaufen, sondern einfach aus der Küche sich rausholen. Und für das haben wir angeklebt, das haben wir angeklebt mit 3D, mit doppelseitigem Klebeband, da haben wir nur Backpapier genommen. Jetzt hätte ich als erstes, damit wir dann das andere zeigen können, schnell gezeigt, wie man sich selber Embossing-Pulver herstellt. Tue ich das kurz weg. Also man nimmt sich eine leere Dose, dann nimmt man transparentes Embossing, schütte ich mir jetzt hier rein. Dann braucht ihr Alkoholinks. Ich habe mir jetzt das Honey genommen, weil ich noch ein anderes Gelb wollte. Dann nehmt ihr jetzt einfach einen Tropfen. Oder tun wir zwei rein. Wird es ein bisschen intensiver. Und dann nehmt ihr irgendwas, was ihr gerade da habt. Ich habe jetzt nur einen Pinsel da. Nehme ich jetzt die Rückseite. Das würde jetzt so ausschauen. Ups. Irgendwie bin ich heute nicht so ganz so rum. Kommt davon. Und dann rühre ich die Farbe hier ein. Dann schaue ich mir das an und ich sage mir, ist mir das, langt mir das jetzt oder langt mir das noch nicht? In dem Fall hätte ich jetzt gesagt, mir oder Isabel und mir würde es nicht langen. Sekunde, brauche nur ein Stück Papier zum drauflegen. Dann würde ich jetzt noch mal einen Tropfen dazu tun. Nochmal mischen. Gut durchrühren. Ich
Und man nimmt dafür transparentes Pulver, weil wenn ich jetzt weiß nehme, dann überwiegt weiß wieder. So, hätten wir jetzt das etwas hellere Gelb. Das würde jetzt so ausschauen. Und dann tue ich mir meistens noch, weil man will ja auch ein bisschen Glitzer. Ich habe jetzt hier so Einhornglitzer. Tue ich ein bisschen davon noch dazu. Damit es dann ein bisschen glimmert. Und das mische ich dann auch noch drunter. Und lasse das jetzt einen Tag stehen. Und kann das dann morgen, wenn das, also die Farbe getrocknet ist, hernehmen. Richtig nochmal durchrühren. Da bleiben, nicht weghüpfen. Und den Pinsel weg. Dann würde das jetzt so ausschauen. Schaut jetzt natürlich mit dem Licht nicht ganz so gelb aus. An der Seite auch. Aber es wird so, so honigfarben. Also im Endeffekt so wie die anderen, die ich gemacht habe. Stelle ich jetzt weg. Nachdem ich ja nicht gerne warte, ist das jetzt wieder was für mich, weil man einen Tag warten muss. So, und jetzt zeige ich euch, also als erstes mal, wie man sich so ein, ich habe jetzt da so ein Herzchen gemacht, man kann alles machen, wie man sich da so ein Muster machen kann. Ich schneide mir ein Stück von meiner Folie oder von meinem Papier runter. Halbiere mir das in der Mitte. Und dann überlege ich mir, welche Farben möchte ich oder was möchte ich. Dann fange ich mal mit Pink an. Pink ist immer gut. Nehme ich von meinem Embossing. Was passt da noch dazu? Von unserem Türkis. Da könnte man noch was Dunkles nehmen, zum Beispiel. Da habe ich auch wie im Shop von Lindsay da das etwas dunklere Blau, was da so blau-grün dann wird und schimmert. Könnte man auch noch drauf tun. Das würde ich noch ganz leicht ein bisschen Weiß drauf verteilen. Das ist das Weiß. Muss ich gleich schauen. Das ist Kristall. Das wollen wir nicht. Weiß habe ich hier. Ein bisschen Weiß drauf. Gibt einen schönen Effekt. Und dann tue ich von dem High Gloss, was ich auch im Shop habe, noch ganz leicht was drüber, damit sich das schön auch verbindet. Das war zu viel, macht aber nichts. Tue ich mein Embossing-Pulver weg, decke das zu von oben. Das ein bisschen an und dann wird es jetzt laut, weil ich brauche ja den Föhn. Nehme ich meinen Föhn her, wenn er denn will. Und schmelzt es.
nehme ich einmal, drehe es um. Ja, schön. Das sollte so nicht sein, ist jetzt wurscht. Wartet. Mal weg. Kann passieren. Schnell weg. Tun wir es von der anderen Seite noch. Schauen wir mal kurz unten rein, ob sich was getan hat, weil bis das geschmolzen ist, dauert. Kann man noch ein bisschen heiß machen. Jetzt machen wir von hier. Ist. Okay, da geht es gut runter. Okay, dann müssen wir da noch mal hin. Wenn es klebt, noch mal kurz Eis machen. Und schon geht es runter. Da oben noch mal heiß. Ist halt etwas lauter, weil man den Föhn braucht. Und schon löst sich das. Jetzt nehmen wir den überschüssigen Embossing runter. Und dann würde das jetzt so ausschauen. Das lassen wir jetzt kurz trocknen. Nein. Jetzt weg, bevor wir den Dreck haben. So, und dann könnte man jetzt sagen, okay, man will das direkt auf die Karte haben. Dann nimmt man sich einen Kartstock, einen ganz normalen, so wie ich, schneidet sich nochmal ein Stück von dem Papier runter, von seinem kurz weg. Dann überlege ich mir, was will ich jetzt hier hin? Falzbein. Dass das hält. Nicht die ganze Zeit hochgeht. Okay. So, und dann überlege ich mir, was will ich jetzt hier hin? Und könnte ich mir schon mal mit meinem dunklen die Schere kurz hinlegen, sage ich mir, was weiß ich, irgendeine Form. Könnten Rot nehmen. Also ganz
Nehmen wir ein dunkleres Rot noch, das von Lindsay's. Zu Rot passt natürlich auch Gold. Nehmen wir ein bisschen Gold mit dazu. Ein bisschen so mischen. Tun wir ein bisschen reinmischen. Nachdem wir ja hier das dunkle Blau haben, nehmen wir noch mal ganz wenig von dem etwas helleren. Dann tun wir ein bisschen Weiß drüber. Und das Durchsichtige nehme ich jetzt noch. So. Lege ich mein Papier drüber. Und dann brauche ich meinen Föhn. Jetzt wird es wieder kurz laut. Den Föhn richtig nehmen. Wie weit es ist. Moment, nehmen wir an einer Seite hoch. Okay, dann noch mal drüber. Dann ziehe ich es runter. Dann habe ich mein Muster. Den Rest weg, der noch übrig geblieben ist und nicht getrocknet ist. Warte. Und dann hätte ich sowas. Könnte man zum Beispiel für Valentin hernehmen. So wie ich das vorhin gezeigt hatte.
das weg, da war das Überschüssige. Würde das so ausschauen? Gehe ich noch mal ganz kurz drüber. Wartet, ich habe immer noch die Alkoholfarbe an den Fingern. Es tut mir leid. Ich habe zwar Alkohol genommen und alles, Aceton, aber es will nicht weg. Das Überschüssige, was hier rausgeflogen ist, das tue ich einfach wegstreichen. Gehe ich noch mal ganz kurz drüber. Dass mir das hält. Und dann habt ihr eine Karte. Da könnt ihr ja dann, so wie ich vorhin gezeigt hatte, einfach eine Schrift unten dran machen. Also das wäre die eine Möglichkeit. Und jetzt hat man ja das andere noch gemacht. Auf dem, jetzt müssen wir schauen, dass wir das runterkriegen. Gehe ich hinten dran, immer mit dem Finger so ein bisschen. Da sieht man, da löst sich's. Ich nicht mehr ab. Moment. Ja, zwei Seiten. Blöd. Schneide ich nicht mehr ab. Komme ich besser hin. Nachdem es jetzt kalt ist, löst sich es natürlich auch. Das jetzt so ausschauen. Nehme ich mir wieder einen Kartstock. Ich habe jetzt den hier liegen. Schau, wie es mir am besten gefällt. Leg mir das so an. Vielleicht an die Richtung. Und hier einen Spruch hin. Dann nehme ich mir doppelseitiges Klebeband. Das noch mal von meiner Karte runter. Könnte natürlich auch Kleber nehmen. Nehmen wir jetzt das. Mal schauen, dass es uns nicht reißt, weil es natürlich dünn ist. Dann klebe ich mir das fest. Ein Stück die andere Seite. Ist zu lang. Schneiden wir das Stückchen ab. Und kleben das noch hier oben hin. Das auch klebt. Sekunde. Mein Klebeband wieder runter, die Folie. Mag nicht, probieren wir es von der anderen Seite. Das untere.
oben noch. Und dann schaue ich eben, wie ich das mir auf die Karte kleben will. Ich nehme es jetzt so. Dann hättet ihr ein schönes Muster für eine Karte. Und könnt da, so wie ich bei der anderen Karte, ein paar Sprenkel vielleicht außenrum machen. So wie bei der. Und dann eben so eine Schrift. Müsste. Das nur schnell weglegen. Also ich hoffe, ich habe was zeigen können. Ihr könnt natürlich die Farben nehmen, wie immer ihr wollt. Ihr braucht da nicht meine Farben nehmen. Aber ich finde immer schade, wenn das im Rosinpulver rumsteht und man es nicht benutzt. Ich wünsche euch einen schönen Abend und hoffe, euch geht's allen gut.